Vielen Dank, Herr Präsident. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Frau Bundeskanzlerin, heute haben Sie die voraussichtlich letzte Regierungserklärung zu einem Europäischen Rat abgegeben. Historiker werden dereinst bewerten, was in Ihrer Kanzlerschaft erreicht wurde und was versäumt wurde. Aber eines kann man heute sagen. Sie haben in den vergangenen 16 Jahren Ihre Kraft und Ihre intellektuellen Gaben stets uneigennützig in den Dienst Deutschlands und Europas gestellt. Und damit haben Sie sich große Verdienste erworben. Die Rednerin der AfD hat über Fehlentscheidungen gesprochen. Eine wesentliche Fehlentscheidung hat sie aber vergessen, nämlich die Fehlentscheidung des AfD-Bundesparteitags, dass Deutschland aus der Europäischen Union austreten soll. Konsequenterweise, Frau Dr. Weidel, konsequenterweise hätten Sie dann hier auf Ihre Rede auch gleich verzichten können. Es hätte Ihnen niemand zum Vorwurf gemacht. Für uns ist klar, wie Hans-Dietrich Genscher gesagt hat, Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Dessen müssen wir uns als Parteien des demokratischen Zentrums hier gewiss nicht vergewissern. Diese Debatte hier hat aber einen anderen Charakter, wie die Redeliste zeigt. Es ist keine Debatte, die die Gegenwart oder die Vergangenheit bewertet, sondern beispielsweise ja auch gerade der Beitrag des Bundesfinanzministers weist nach vorne, denn er hat hier gesprochen als Kandidat für die Kanzlerschaft. Deshalb wird man Frau Baerbock, Herrn Laschet und Herrn Scholz auch hier in dieser Debatte daran messen müssen, was sie für die Zukunft konzeptionell sagen. Herr Scholz, der zentrale und wesentliche Punkt Ihrer Rede war doch, das Schuldenmachen zur neuen Staatsphilosophie zu verklären. Next Generation EU ist eine Antwort auf die Krise, auf diese Pandemie gewesen. Dass jetzt es eine Konditionalität gibt bei der Auszahlung der Mittel, das verdankt sich nicht der deutschen Bundesregierung. Das verdankt sich beispielsweise Herrn Rütte und Herrn Kurz. Bei der Bewertung der Konditionalität ist es beklagenswert, dass Italien mit 44 Reformvorschlägen aufwarten kann, Deutschland aber nur mit 14. Da haben Sie die Latte gerissen. Nun stellt sich nach vorne hin die Frage, wie wird das zukünftig sein? Dieses Next Generation EU war von Frau Merkel und Ihnen, Herrn Scholz, zusammen mit der französischen Regierung und Herrn Macron geplant gewesen. Von Rückzahlung war dort keine Rede. Von Reformvorhaben war dort keine Rede. Erst durch die Intervention der sparsamen Vier kam es zu dieser anderen, im Übrigen richtigen Anlage. Nun stellt sich die Frage an Armin Laschet, wenn er den Anspruch auf die Kanzlerschaft erhebt. Wo wird Deutschland zukünftig stehen? Werden wir Vertreter einer eher mediterran geprägten Fiskalpolitik in Europa sein? Oder wird Deutschland wieder Anwalt von Stabilität und Marktwirtschaft in Europa sein? Diese Frage stellt sich. Diese Frage stellt sich. Jeder kann sie für sich beantworten, aber sie muss beantwortet werden. Für uns ist klar, Staatsschulden sind eine Gefahr für die Stabilität der Wirtschafts- und Währungsunion. Die Krise von vor 10 Jahren ist noch nicht überwunden. Die Europäische Zentralbank ist bisher nicht in den Normalmodus zurückgekommen. Inflationsgefahren drohen. Und deshalb muss klar sein, finanzpolitische Eigenverantwortung der Mitgliedstaaten der Europäischen Union ist ein Garant für Stabilität und für Solidität. Die zweite Frage, die sich stellt, Frau Bundeskanzlerin, Sie haben es angesprochen. Wie halten wir es zukünftig mit der Migrationspolitik? Die Probleme und Konflikte des Jahres 2015 sind bedauerlicherweise sehr weitgehend ungelöst. Das bezeugt die Tatsache, dass es neue Verabredungen mit der Türkei geben muss, die sich allerdings inzwischen nun wirklich augenscheinlich in eine autoritäre Präsidialdiktatur gewandt hat. Horst Seehofer hat tatsächlich richtige Initiativen versucht zu ergreifen bei der deutschen EU-Ratspräsidentschaft, aber zu einem grundlegenden Beschluss zur Verteilung und Rückführung von Flüchtlingen ist es nicht gekommen. Es fehlt ein Verteilmechanismus, der fair ist. Es gibt immer noch verheerende Zustände in den Lagern, die niemand
mit humanitärem Anspruch tolerieren kann. Wir haben immer noch keine Konzepte für gelingende Rückführungen. Wir haben immer noch keinen Schutz unserer Außengrenzen. Und hier stellt sich nun die Frage, wie wir zukünftig darauf reagieren. Es wird insbesondere Frau Baerbock zu beantworten haben. Es waren die Grünen, die über Jahre etwa die Erklärung, einzelne Staaten zu sicheren Herkunftsländern zu entscheiden, blockiert haben. Wie würde das eine Bundeskanzlerin Baerbock machen? Sie versuchen ja mit ihrer Kampagne erkennbar von links in die politische Mitte zu zielen. Also müssen Sie aber auch eine Politik der politischen Mitte machen. Und da gilt, die Kontrolle des Zugangs zu einer Gesellschaft ist die Voraussetzung für soziale Stabilität und für jede öffentliche Ordnung. Und wir müssen uns dem Klimaschutz freilich widmen. Eine große gemeinsame Aufgabe. Die Bundesregierung hat gerade ein Klimapaket beschlossen. Dieses Klimapaket verschärft die Ziele für Deutschland. Zu einer Zeit, als die neue Lastenverteilung innerhalb der Europäischen Union, die sich aus dem 55-Prozent-Ziel ergibt, noch gar nicht beschlossen ist. Einseitig setzt sich Deutschland Ziele, ohne sie europäisch abzustimmen, mit dem Ergebnis, dass wir es uns schwerer machen, aber für das Weltklima im Zweifel gar nichts erreichen. Und hier stellt sich die Frage, wird Deutschland das zukünftig weiter fortsetzen? Gerade in der Klimapolitik, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt, wir brauchen mehr europäische Gemeinsamkeit und weniger nationale Alleingänge. Und Herr Scholz, dazu hätte ich insbesondere mir von Ihnen Aussagen gewünscht, denn Ihr Anspruch als Sozialdemokratie war es ja immer, auch die Interessen der hochqualifizierten, leistungsorientierten Belegschaften der Industrie zu vertreten. Und dort müsste die Sozialdemokratie doch uns zur Kenntnis geben, ob sie auch zukünftig daran festhält, zum Beispiel die deutsche Automobilindustrie ohne Beitrag für den Klimaschutz einseitig schlechter zu stellen, indem etwa die synthetischen Kraftstoffe, die im Wahlprogramm der CDU auftauchen, nicht auf die Flottengrenzwerte der Automobilindustrie angerechnet werden. Frau Baerbock hat deutlich gesagt, sie nimmt 200.000 abgebaute Arbeitsplätze in der Automobilindustrie hin. Sie auch? Darauf hätten wir eine Antwort gewünscht. Genauso die Frage, ob die veränderte und verschärfte Regulatorik für die Chemieindustrie eine Zustimmung des Bundeskanzlers Olaf Scholz erfahren würde. Wir hätten uns gewünscht, von Ihnen zu erfahren, ob es mit einem Bundeskanzler Scholz eine neue Balance gibt zwischen einerseits den notwendigen ökologischen Veränderungen und Investitionen und andererseits den berechtigten wirtschaftlichen Interessen der deutschen Industrie und ihrer Beschäftigten. Dazu haben wir nichts gehört. Was wir wollen, einen europäischen CO2-Erlaubnisscheinhandel. Wir wollen das Instrument des CO2-Markts auf Deutschland und Europa ausweiten, sektorübergreifend, weil wir dadurch nämlich eine Antwort geben, auf die die Welt wartet, nämlich dass Europa als Technologieführer die Innovationen entwickelt, die nicht nur bei uns CO2 einsparen, sondern die einen segensreichen Beitrag zu einer Menschheitsaufgabe leisten können. Jetzt hat das Wort der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Armin Laschet.